Bei einer Vorstellungsrunde stelle ich euch heute noch die Gore-Laufhose vor. Und zwar ist das das Modell, wo haben wir es hier? Black Yellow Thermo Tights. Ich wusste doch, dass da noch was war. Und zwar Thermo Tights deswegen, weil das Material ja schon. Stelle ich euch noch von Gore Running Thermo Tights vor. Das sind die Thermo Tights, die haben auch so eine Reflexionsschleife drin. Und der Unterschied ist hier gleich, dass es gefüttert ist. Also das ist innen drin, hier so mit so einem weichen Material. Also, und hinter hat so eine Hose mit dran, so eine Tasche, wo man Sachen reintun kann. Und hat wie immer bei Gore diese, sagen wir mal, sichtbare Streife drin, dass man gesehen wird. Die zeigen wir jetzt mal von der Firma Gore. Und auch ein Seitentäschchen. Zeigen wir mal, wie sich's anzieht. Das ist die Größe L. Mensch, Raimund, hättest du noch mal wieder XL genommen. Aber sehen wir gleich. Oh, schön warm. Das sind auch solche. Aber drüber ziehen, ist ja flexibles Material. Machen wir vielleicht mal den Reißverschluss auf. Oh Mann, zu klein. Eigentlich nicht zu klein, es geht schon. L oder XL? Na, doch, lassen wir L. Kleine Modellvorstellung. So sieht sie aus. Die Hose ist sehr warm. Sehr warm. Das heißt, richtige Thermofunktion mit dem kleinen Täschchen drin. Schön flexibel. Wird man gut gesehen. Hat diese Reflexion dran, diese kleine. Movement. Gezeigtes Movement. So sieht sie aus. A good choice, sagt die Firma. Schönes so Texturmaterial. Könnte ein kleines bisschen größer sein, aber im Winter brauche ich das gar nicht. Das heißt, ich kann nur mit der laufen. Cool, oder? Jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt habe ich natürlich drei Hosen gekauft. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Aber hallo, für 70 Euro, gutes Schnäppchen.